Ja, ich kann mir vorstellen, der Weihnachtsmann kauft hier auch ein bei Ihnen, Frau von Groningen. Und dann kommt er mit diesem Taxi, beziehungsweise fährt mit diesem Taxi die Geschenke aus. Genau, da werden... Das wäre eine schöne Idee. Ja, die kommen noch aus unseres englischen Leben. In das Dorf, wo wir gewohnt haben, gab es dann einen Londoner Cab Driver. Und wenn er in Rente gegangen ist, haben wir ihm seine Cab Taxi abgekauft. So. Und das ist jetzt hier die Deko. Mit Geschichte, genau. Ja. Und ich sehe da hinten so einen, ja, den Klassiker vom Weihnachtsbaumkauf. Sie verkaufen natürlich auch Weihnachtsbäume. Wir verkaufen natürlich auch Weihnachtsbäume. Das gehört auch dazu. Das ist immer lustig, die Leute zu beobachten beim Einkauf vom Weihnachtsbaum. Das ist immer so große Familientradition und die Diskussionen, die darum stattfinden. Das ist der Schöne, nee, der ist Schöne, ist immer sehr nett. Immer Na, Hauptsache ist ja immer der am wenigsten nadelt. Ja, also es hängt auch ab mit die Qualität der Bäume natürlich, dass die nicht so lange schon rumstehen, dass sie frisch geschlagen sind. Es gibt auch schon einige Bäume, die nicht so stark nadeln, wie zum Beispiel diese Colorado-Tanne. Die hat so eine ganz andere Nadelstruktur, ist auch ein bisschen mehr gräulich, grün-graulich. Ist natürlich ein anderer Baum. Wenn man so der traditionelle Weihnachtsbaum wird, ist das natürlich nicht so aufregend. Aber ich finde die schon spannend, dass man nochmal was anderes macht, auch mit seiner Grenze und so. Dass es nicht immer jedes Jahr das Gleiche ist. Aber für einige Leute ist es das Gleichsam genau das Wichtige. Dass der Adventskranz ist wie der vom letzten Jahr, der von vor 20 Jahren und der von Mutti. Mit roten Kerzen, roter Dekoration. Das ist leider für viele Menschen sehr wichtig zu Weihnachten. Kann man denn diese etwas außergewöhnlicheren Bäume bei Ihnen hier auch kaufen? Teilweise ja. Ja. Also auch die Colorado-Tanne? Die sind schon weg, die sind schon ausverkauft leider. So, wir sind jetzt in Bettys Tea Room. Das ist ja ein kleines Lokal hier in einem der Gewächshäuser. Hier hängen die Tassen allerdings an der Wand bzw. an der Fensterfront. Die Idee ist eigentlich, dass die Tasse für den Garten sind. Ich finde es immer sehr wichtig, dass man versucht, im Garten was zu tun für die Vögel. Das sind meine Mitarbeiter. Ich biete die im Winter Bed and Breakfast an, also dass sie Unterkunft haben, dass sie was zu essen finden. Und die werden dann im Frühjahr, im Frühsommer diese Bed and Breakfast Angebot zurückbezahlen, durch meine ganze Ungeziefer zu bekämpfen, Sachen wie Blattläuse, Raupen und so. Und deshalb haben wir gedacht, schönes Thema hier, dieses bunte Geschirr, sind gar keine Tasse zum Tee trinken, aber es sind eigentlich Tassen, wo man Vogelfutter reintut oder zum Beispiel die Teekanne kann man an die Wand hängen und sind Nistkasten. Die ist extra so gemacht, die kann man gar nicht abmachen, den Deckel. Nee, die ist auch zu, so kann, wird nicht, hat ein kleines Loch, dass man sie an die Wand hängen kann oder am Baum. Und dann kann der Vogel sich dort für die Saison hin zurückziehen und man kann von hinten kann man dann das alte Nest rausholen fürs nächste Jahr. Und ein bisschen Kitsch, aber wie jemand mal gesagt hat, süße Kitsch, nette Kitsch. Und Sie haben ja auch noch die Teetassen mit den Weihnachtssternen. Genau. Ja, und die sind eigentlich dort auch normalerweise, man könnte die so als Untertasse, also als Übertopf benutzen, aber kann man auch Vogelsaat reintun und die dann in die Beete reinstellen oder in ihre Töpfe auf dem Balkon. Macht denn die englische Gartenkunst aus, was Sie da so faszinierend finden? Die Engländer haben eine unglaubliche Tradition. Das ist auch teils zu tun, glaube ich, weil die Engländer, die wohnen in Häusern, die wohnen nicht in Wohnungen. So die meisten Leute sind mit Haus mit Gärtchen aufgewachsen, egal wie klein oder groß, und sind aufgewachsen und haben ihre Eltern, Großeltern beobachtet beim Gärtnern. Ob das nun Rasenmähen ist, Rosen schneiden, Gemüse anbauen. Und da ist dann eine Vertrautheit mit das Thema. Wogegen hier die meisten Leute wohnen in Wohnungen und wenn sie dann endlich einen Garten haben, stellen alle Leute so, oh Gott, was muss ich jetzt tun? Ich muss meine Rose schneiden, die wird sterben bestimmt. Eine Rose stirbt nicht durch schlechten Schnitt. Wenn sie stirbt, gibt es einen anderen Grund, aber sie haben da meistens keine Schuld dran. Und es ist so, diese Angst haben die Engländer gar nicht, dank sei diese Familiarität mit dem Thema. Das Klima ist auch natürlich sehr freundlich, die hohe Luftfeuchtigkeit, die nicht sehr kälte Winter, das hilft. Aber es wirklich hat zu tun mit der Tradition.
Ja, und ein gemütliches Café gehört offenbar auch noch zum Konzept hier bei Ihnen. Ganz wichtig. Also das haben wir in England, bevor wir gekommen sind, haben wir da viele Gärten, Gartencenter, Gärtnereien so beobachtet und besucht und zu gucken. Und die Gute, die erfolgreich haben auch immer ein schönes Café, dass man Kaffee und Kuchen zu sich nehmen kann oder schön frühstücken kann. Da merkt man öfter, wie dann der Ehemann schon mal beim Kuchen geparkt wird, wenn das sie dann nochmal einkauft oder Omi oder die Kinder kriegen dann Eis, dann kann man die Familie ruhig halten. Und das scheint ein wichtiges Aspekt davon zu sein, ja. Ich bin sehr überrascht, weil es ist ja noch nicht mal 11 Uhr und das Café ist schon sehr gut gefüllt. Hier ist richtig was los bei Ihnen. Da ist ja, viele Leute kommen hier zum Frühstücken oder einfach Kaffee trinken, Freunde treffen. Und im Sommer kann man draußen sitzen, auf dem Rasen unter die Kiefer, das ist ja noch natürlich sehr beliebt. Aber ich glaube auch so dieses grüne Aspekt ist wirklich so was ganz Besonderes. Also es gibt keinen anderen Ort in Berlin, wo man das Gefühl hat, dass man doch noch draußen ist, selbst im Winter. Wie sieht es denn normalerweise hier bei Ihnen aus? Also wenn man kann ja schon um 10 Uhr kommen, auch unter der Woche. Kann man da hier noch treten? Also Wochenende sind natürlich immer gut besucht. Und das besonders fürs Café lohnt sich dann immer mal einen Tisch zu reservieren. Vorweg besonders der Sonntagsbrunch ist immer völlig ausgebucht. Aber man findet immer noch ein Plätzchen, ein bisschen Geduld. Und ich habe dann oft schon gemerkt, dass die Leute noch mal draußen durch die Gärtnerei flanieren oder durch die Gärten, durch die Geschäfte laufen. So ist es ein Ort, wo man merkt, dass die Leute hier entspannen. Die werden so oft, wo der Berliner mal gehetzt sein kann, und so ein bisschen grummelig und ungeduldig, wenn es nicht sofort geht. Hier, man merkt rein, die Leute kommen rein und dann wandern gemütlich durch die Pflanzen, durch die Läden, durch, trinken Käffchen, kommen nochmal raus, überlegen, diskutieren. Wir haben einige Kunden, die nennen das hier der Happy Place, also der Ort, wo sie gerne hinkommen, um sich was Gutes anzutun. Das finde ich sehr schön, so ein schönes Kompliment. Ich kann mir vorstellen, dass Sie jeden Tag ein Oh und Ah hören. Ja, und es ist auch immer wieder schön, man merkt oft, wenn neue Leute kommen, so dieses total Überraschte von, ich wusste nicht, dass das hier ist, ich wohne hier um die Ecke, wieso hat keiner mir das erzählt? Und das ist die Komplimente der Leute. Ich sage immer, wenn ich mal so einen schwierigen Tag hatte oder anstrengend oder was danach, braucht man nur bisschen draußen zu gehen im Verkauf oder an die Kasse zu stehen für ein paar Stunden. Der Feedback, den man von den Kunden kriegt, ist immer so bezaubernd. Das macht echt Spaß. Ja. Nimmt man diese Schönheit noch wahr, wenn man sie jeden Tag hat? Ja, jeden Tag immer wieder. Und so wie zum Beispiel in diesem Jahr, der Herbst war so spektakulär schön. Ich bin jedes Mal, wenn ich übers Gelände gelaufen, immer wieder mit meiner Kamera, weil das Licht war gerade so schön hier und die Farbe da war noch schöner als gestern. Und ja, es ist traumhaft. Ich liebe das. Wie lange ist denn hier bei Ihnen geöffnet? In den Wintermonaten Dienstag bis Samstag von 10 bis 17.30 Uhr, sonntags bis 17 Uhr, in den Sommermonaten bis 19 Uhr, montags haben wir geschlossen normalerweise. Die Idee ist auch, dass wir haben noch Kunden, die einfach mal durchlaufen kommen, Inspiration suchen, das ist auch schön. Die Idee ist wirklich, dass da die Gartenwelt zu verbessern und Leute Inspiration zu bieten. Und das scheint erfolgreich zu sein. Und das ist wirklich unseres Team. Also es funktioniert offensichtlich gut, sonst würden Sie es nicht jedes Jahr wieder machen. Genau, absolut. Ja, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Dankeschön.